Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's in der Story. Mal schauen, was wir heute so machen. Ist schon abgeschlossen, Human Nature. Okay. So war die Mission mit Lizzy Wizzy, die wir ja gerettet haben. Genau. Da ich sowieso ganz viele SMS habe, würde ich glaube ich zuerst mal hier kurz ein bisschen nachfragen. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsvorfall Nummer... Ah ne, das hatten wir schon. Ich freue mich, Sie darüber informieren zu können, dass Ihr Fahrzeug seit Ihrem bedauernswerten Unfall repariert wurde. Es steht in Ihrer Garage für Sie bereit. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und 1000 unfallfreie Kilometer. Okay, vielen Dank. Okay, das Treffen mit Takemura steht ja noch an. Das ist die Story-Mission, die hier weitergeht. Nachts verlässt der Fuchs den Bau hinter dem fünften Bambusrohr im Dorf und geht auf die Jagd. Es steht sein Durst am Wasserloch, während er auf dich wartet. Sucht er sich einen schattigen Ort unter den Kirschblüten. Der Fuchs ist vorsichtig. Er wird erst wieder hervortreten, wenn er sicher ist, dass das Wasser nicht vergiftet wurde. Takemura? Amateurin, ja, hier ist Takemura. Ich benutze ein Wegwerfgerät und eine sichere Verbindung, aber nicht... Aber ich hielt es trotzdem für vernünftig, meinen Geheimcode zu benutzen. Offenbar übersteigt er dein Verständnis. Wir treffen uns an den Docks an der Channel Street, Chapantown. Nachts, wenn dir niemand gefolgt ist, komme ich zu dir. Hast du das verstanden oder was? Oder war das zu kompliziert? Schon klar, Goro, bis dann. Kommst du jetzt oder nicht? Ist das noch Teil deines Codes? Es gibt da dieses Sprichwort in deinem Land. Moment, gleich fällt es mir ein. Ah, jetzt hab ich's. Fick dich ins Knie. Okay, so geht's auch. Meredith Stout. Ich habe von Militech bekommen, was ich wollte. Danke und denk daran, wir sind uns nie begegnet. Mit der hatten wir das Vergnügen... wegen einem Flathead. Und den Informationen für einen... Das war es, ein Konvoi, glaube ich. Schade, so langsam gewöhne ich mich an dich. Schade, ich wollte mir doch noch dein Tattoo genauer angucken. Notel Motel, erster Stock, komm alleine. Okay. Bartmos Kollektiv. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt dein wahres Ich, den Kapitalismus, zum Opfer. Die beste Waffe gegen den Kapitalismus ist ungestörte Meditation. Die Unterdrückung durch die Konzerne endet dann, wenn ihr euch nicht mehr selbst seid. Was ist das genau? Robert Wilson, hey, wie? June, tust mir einen Gefallen? Ich will einen Ausverkauf veranstalten. Kein Müll, nur ordentliche Ware. Du kennst mich doch. Das Problem ist, dass mich sonst keiner kennt. Das Geschäft läuft nicht so toll, aber genau da kommst du ins Spiel. Wenn du das nächste Mal in der Nähe bist, komm doch mal vorbei. Bessere Angebote findest du nirgendwo. Und vielleicht kannst du deinen Jooms von meinem Laden erzählen. Das würde echt helfen. Was denn? Sale angeht, der Laden ist bis Ende des Wettbewerbs geschlossen. Mach mich auch nicht gerade glücklich, aber ich habe bloß zwei Hände. Also komm mal am Schießstand vorbei. Das hatten wir schon. Coach Fred. Muammar e Capitan Reyes. Venus in Furs. Okay, und noch was. Wenn du mal vorbeikommen willst, persönlich mit mir reden, sowas, mach ruhig. Bin ehrlich gesagt ganz schön neugierig darauf, dich mal kennenzulernen. El Capitan Reyes.
Wann war das nochmal? Sebastian Padre Ibarra, komm doch mal in meiner kleinen Gemeinde vorbei, wenn du Zeit hast. Dann unterhalten wir uns ein wenig. Bakako, vergiss nicht wie. Müßigkeit ist aller Last Anfang. Man sagt mir nach, ich sei manchmal ein wenig ungeduldig. Komm, wir rufen mal ein paar Leute an. Geht da niemand ab? Na gut, das mir. Better run. Call you later. Of course. Ich hätte auch nichts zu sagen. Was kommt denn hier alles gerade rein? 1000 verschiedene. Da geht auch nichts. Bei Evelyn müssen wir wahrscheinlich nicht versuchen. Jackie Wells. Nur so. Das rennt Neugier. Wäre auch komisch gewesen, wenn jemand abnimmt. Was new? Nothing special, same old story. I'd rather hear about you. What's new with the mocks? Susie isn't giving me the time of day, as usual. Couldn't you replace Susie and lead the mocks? No way in hell. I'll stick with tuning virtues, thank you very much. If you haven't noticed, I'm not much of a people person. How'd you hook up with the mocks in the first place? I thought Susie and the gang could really change something in this city. I believed in them. Winded up business as usual? I mean, I wouldn't go that far. Few Joy Toys' lives really change for the better thanks to them. Got another question on my mind. Shoot. How's Virtue Tuning going? Scroll anything preem lately? Depends what you call preem. Does smut count? Guess I kind of have to be into a little bit of everything. When it comes to virtues, I'm mostly in it for the intel. You mean seeing who killed who using what? Yeah, something like that. But you see it differently. For you, it's art. I always wondered, why the smut industry? Isn't it obvious? 2 minutes of real feels a week's pay. Sure, but I thought someone like you wouldn't be into the whole objectification thing. Objectification? Not in my virtues. My actors love what they do, and that's why everyone wants to feel them. Can't fake old school emotions. Hat's nicht ganz unrecht. How'd you get into virtues, anyway? I always had a techie streak, ever since I was a little kid. When I felt my first virtue, I was like, hey, I can make this way better. So I tried, and I did. And then it just snowballed from there. Something else I wanted to talk about? Got all the time in the world. Okay, vielen Dank fürs Gespräch und bis zum anderen Mal. It was nice catching up. I'm right here, V. Call me anytime. Klar. Da es dir jetzt sowieso nicht so gut gedingen, Lizzie. Mach ich das doch gerne. Okay. Judy Alvarez, Kirk Sauvier. Wer ist das? Ah, das wird der. Das war das Arschloch, das uns da betrogen hat. Beziehungsweise alles eingebrockt hat. Oh shit. Gotta go. Nichts Spannendes zu erzählen, Mama Wells.
Meredith Stout. Okay. Das reicht erstmal. Hier ist ja noch eine komische Leiche, die irgendwas hat. Keine Reaktion, kein Puls. Großkalibrige Schusswunde im Rücken. Was hat es damit zu tun? Ja, wie man sieht, habe ich noch ein paar andere Mods installiert. Zum Beispiel das E3 hat mit diesen Nametags. Ich wollte auch ein ganzes HUD installieren, allerdings gab es da ein paar Probleme. Verseuchung ist ziemlich gut. Hey, I don't think I know you. I'm Claire. You might not remember me. Pretender at the afterlife. Uh-oh. Got to close my tab. Finish the cover. Hey, be a die. So, sorry dafür. Now we can talk. Go ahead. Hey, I don't think I know you. I'm Claire. You might not remember me. Bartender at the afterlife? Uh-oh. Forgot to close my tab. There is a buzz about you lately. As the merc who's reliable, gets things done. And since I need help. Okay. Need a driver for street races. Drop by my auto shop. I'll tell you more. You know, I think I'll pass. Shame that. Well, if you change your mind, swing by my garage in Valley. See ya. Okay, danke, gut zu wissen. Straßenrennen gibt's also auch. Aber im Moment gerade nicht. Leben anderes Mal. Ist noch da vorne ein weiterer Hinweis. Da oben. Was ging hier um sich? Einfach tote Leute. Okay, noch weiter oben. Aber auch. Was ist hier los? Dann habe ich wieder das Gespräch von Isaiah und Pete. Hey Pete, ich habe den Geschützturm zum Laufen gebracht. Ernsthaft? Ernsthaft? Hab die Kondensatoren, den Ferritkern und die Quarzresonatoren ausgetauscht und voilà. Leider ist das noch nicht alles. Ich muss die Sicherung noch umgehen. Kannst du mir vielleicht einen kleinen Tipp geben? Du hast doch sowas schon mal selbst geschafft, oder? Ach ja, so. Mach einen Neustart und halt den Knopf an der linken Seite vom Bildschirm für 5 Sekunden. Und dann bei der Kommandoeingabe gibst du einen Current User / Add. Admin, yes. Das war's eigentlich auch schon. Danach sollte alles laufen. Mega, danke, Mann. Ah, und warte. Also ja, hab noch was vergessen. Du musst noch aktiv gleich yes am Ende von dem Kommando eingeben. Sonst denkt die Maschine, du bist ein Feind. Hoffentlich hast du das noch gelesen. Lass mich wissen, ob alles geklappt hat, ja? Hey, Seaman? Oh. Gut. I see.
Hat nicht ganz funktioniert. War dann wohl leider zu spät. Und jetzt da unten gibt es noch einen Hinweis. Waren wir hier nicht unten wegen Meredith Stout verabredet? Da ist noch was. Den kennen wir? Had it coming, I guess. Who is that? Friend of yours? Corpo Rat. Schemer. Had some dealings with him. Long past. Anthony Gilchrist, verstorben vor 48 bis 56 Stunden. Lebenswichtige Organe beschädigt, Blutverlust, Dehydrierung. Bei Befragung gestorben. Bei Befragung gestorben? Was für eine Befragung? Anthony Gilchrist. Der Name sagt mir wirklich irgendwie was. Geh mal hier hoch. Bei Befragung gestorben. Was soll das bedeuten? Einwohner. Ja. Da oben auf der Straße gibt es noch einen Hinweis. Aber wie komme ich da hoch? Da hinten. Manchmal spielt man hier ein bisschen detektiv, wie es aussieht. Dann mal schauen, was hier auf uns wartet. Großkalibrige Schusswunde. Camden Hall. Oh shit! What the fuck? Schuss unter den Rücken. Speicher mal lieber. Okay, doch nicht. Scharfschütze. Schau, schüttet er ziemlich viel drauf. Oh shit!
Attention! Schon. So. Right. Let's see what's here. Das war's. Nekomata Tech-Scharfschützengewehr. Mad Leo Militech. Okay. Interesting. Mal kurz speichern. Was gibt's denn hier Schönes? Eilbestellung dringend. Von Mad Leo an Dan. Scheiße, ich brauch das Zeug für meinen Kopf. Ich brauche es echt dringend. Hab keins mehr. Ich denke nonstop irgendwelche abgefuckte Scheiße, Mann. Ich weiß, dass ich dir noch was schulde. Aber bitte, Mann. Ich brauch das Zeug und zwar heute noch. Verstehst du? Ich mache alles dafür, okay? Egal, was du willst. Ich bring wen um. Ich glaube, ist mir egal, bitte. Wichtig, Zwangsvollstreckung. Bank of Night City an Metal Leo. Sehr geehrter Herr Leo, leider musste ich Sie aufgrund von mehreren nicht eingegangenen Zahlungen Ihrerseits über die Zwangsvollstreckung Ihrer Mobile informieren, die als Pfand für den Kredit angegeben wurde. Milagro Terrace 12. Bitte räumen Sie die Immobilie innerhalb von drei Werktage nach Erhalt dieser Nachricht. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, im Rahmen des Clear-to-Kill-Systems die Zwangsräumung einzuleiten. Diese Entscheidung ist endgültig und unumkehrbar. Mit freundlichen Grüßen, Liam Turetsky, Kundenservice, Bank of Night City. PTSD-Schild, Versicherung erloschen. Heroes Core, Care Ltd. an Melio. Sehr geehrter Herr Leo, infolge Ihrer Kündigung bei Mercenary Solutions Incorporation erlischt Ihre Krankenversicherung PTSD Shield mit sofortiger Wirkung. Jegliche zuvor ausgemachte Arzttermine wurden abgesagt. Sie haben keinen Zugriff mehr auf verschriebene Medikamente. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich an das Veteranenprogramm der Regierung wenden können. Aktuelle Wartezeit für einen Termin 756 Tage. Geht ja noch, oder? Um einen Termin auszumachen, schicken Sie bitte folgende Nachricht an die entsprechende Nummer. Hilfe! Wir wünschen Ihnen Gesundheit und viel Glück. Anne McEwen, Senior Consultant, Heroes Care Ltd. Okay. Und Cyberpsycho also. Dem wahrscheinlich was. Ein paar Medikamente ausgegangen ist. Sind. Ne, lese ich jetzt gerade nicht. Straße ist hier einfach zu Ende. Wow. Hä? Ah, da vorne ist was zum Lesen noch. Wer ist das? Irgendjemand? Amerika nach dem Krieg, die turbulenten Jahre von 2024. Um die Ordnung in der damaligen Regierung wiederherzustellen, verhängte Präsident Elizabeth Kress zum Ende des vierten Konzernkriegs das Kriegsrecht über sämtliche NUSA-Mitgliedstaaten und verstaatlichte im selben Atemzug den Industriegiganten Militech. So beschäftigt mit eigenen Problemen schenkten weder Japan noch die meisten Staaten Europas den Entwicklungen in Nordamerika große Beachtung. Schon in den 90er Jahren hatten Konzerne begonnen, den Bauern riesige Ackerflächen abzukaufen. Diejenigen unter ihnen, die keine andere Wahl hatten, als zu verkaufen, fanden zueinander und organisierten sich in großen Gruppen oder Clans, um ihre Überlebenschancen zu steigern. Die Suche nach solider Arbeit führte dazu, dass die Menschen permanent in Bewegung waren und sich irgendwann auf Transportverträge spezialisierten. Bald wurde diese Art von Vertragsarbeit zur häufigsten Form des zwischenstaatlichen Transportwesens. So sorgte diese Zeit des Krieges indirekt für die allmähliche Entstehung einer neuen sozialen Klasse, die der Nomaden.
um die Bedrohung durch abtrünnige künstliche Intelligenz in Cyberspace einzudämmen, schuf Netwatch zudem in den 2040er Jahren eine enorme Firewall, die sogenannte Black Wall, die den sicheren Teil des Netzes abschirmte und ihn den Menschen zugänglich machte. Leider hatte diese Sicherheitsmaßnahme den Verlust immenser Wissensressourcen zur Folge. Noch ein Gespräch. Jo, Mädel, hier, was sagt Hallo? Sagt ihr, wart in derselben Einheit, Militech? Matt? Lebt er noch? Klar, wieso nicht? Habt gesehen, wie er in Panama auf eine Mine getreten ist? Scheiße, dachte, er hat's nicht geschafft. Wie geht's ihm so? Ganz okay, hat immer noch Albträume, nimmt eine Menge Zeug dagegen, aber so geht's uns allen, oder? Veteranen leben halt. Yep, keine Kohle, keine Heimat und gezeichnet von einem Krieg, den keiner verstanden hat. Ja, Mann, was soll ich sagen, wird nicht besser. Ja, ich weiß, aber gut zu wissen, dass da draußen noch Leute sind, mit denen man darüber reden kann. Ja, wir sind nicht alleine. Okay. Er war also ein Veteran im Krieg, dieser Matt. Hat leider für ihn nicht so gut geendet. Wow, $100. Also 100 Eddies. Sonst noch was hier? Ein bisschen Munition. Ein bisschen was zu futtern. Und das war's dann wahrscheinlich. Oder auch nicht. Okay. Weird. Und der arme Polizist ist einfach weg. Naja, ich glaube, wir haben es gelöst, das ganze Rätsel hier. Ich würde sagen, das war es jetzt mal wieder von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Johnny, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.